Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind quasi live, denn heute ist Dienstag, der 30. April. Das heißt, wenn du das hier am Dienstag, den 30. April siehst, dann sind wir quasi live. Ich bin momentan an meiner Bachelorarbeit dran. Und dadurch verschiebt sich aktuell einiges, auch mit den Aufnahmen und so weiter und so fort. Aber ich bin da, denn mir war das wichtig, dass das hier weitergeht und nicht jetzt wieder einfach aufhört nach, ich glaube, 18 Folgen. Das müsste jetzt Folge 19 sein. Wir haben ein paar Veränderungen. Ich habe letztens, vor drei Folgen ungefähr müsste es gewesen sein, habe ich gesagt, ich hole mir eine neue Grafikkarte. Ich habe eine neue Grafikkarte. Wir gucken uns das einmal kurz an. Denn wir haben jetzt hier locker flockige, also wir immer um und bei 60 FPS, ne? Das ist, droppt hier ab und zu mal so ein bisschen auf 59, das ist voll okay. Wir können hier durchtingeln, alles easy peasy. Dann ist das Ding, die Grafikeinstellungen sind nicht unbedingt hochgegangen. So, die sind noch relativ ähnlich wie am Anfang, macht aber nichts, weil sich da nicht so viel verändert, in meinen Augen. Dafür sind wir jetzt aber auf... Da war ja was. Dafür sind wir jetzt aber auf 1044p. Das heißt, wir haben im Vergleich zu 1080p 72% Pixel mehr und dadurch sieht einfach alles schon mal viel besser aus, weil wir einen viel höheren Detailgrad natürlich haben, durch mehr Pixel. Und bei den Wölfen, ne, wenn wir weggehen, die sehen normal aus. Also die kriegen nicht ihr komisches Gesicht. Was sie vorher hatten, das lag eben auch mit an der Grafikkarte, neue Grafikkarte ist drin. 60 FPS, ich muss hier nichts umstellen mit, wir wollen die Schatten weghaben, wir wollen die Wolken weghaben und so. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann werden wir als erstes das hier gleich mal austauschen gegen Tore und das müsste auch wieder funktionieren. Tor, das müsste das hier sein, ne? So, Schiene heißt es jetzt. Heißt jetzt Schiene, ne? Weil Track, Schiene. Ist klar, es ist einfach wieder übersetzt worden. Wir brauchen Holz, wir brauchen ein bisschen Stein. Stein könnten wir noch haben hier am Dödi, jawohl. Und Holz müssten wir dann bei unserem Mammut haben. Schauen wir also mal. Also, und dann noch eine andere Sache. Heute ist Dienstag und es kann sein, wenn ihr kommentiert habt, dass ihr heute auch noch einen Kommentar kriegt, weil ich mir vorgenommen habe, immer dienstags quasi Kommentare zu beantworten. Das ist der einzige Tag, an dem ich Kommentare beantworte. Da bekomme ich von YouTube auch immer so ein Weekly Recap, was gelaufen ist, wie viele neue Abos, wie viele Klicks, welches Video am meisten geklickt worden ist, bla bla bla. Es hat einfach den folgenden Hintergrund. Da Kommentare ja quasi immer Feedback sind, sollte man als YouTuber, beziehungsweise als YouTuber ist man immer mehr Feedback ausgesetzt, als man... Oh ja. Oh mein Gott. Aber sowas von. Hallo? Kann ich den irgendwie tragen oder so? Gut. Wir gehen weg. Das ist sehr, sehr gut. Ich wollte sowieso eins haben. Da steht auf meiner Liste drauf. Ich wollte eins haben für die Base, dass wir einfach mal Tiere hochheilen können. Dann nehmen wir das jetzt mit. Jedenfalls, man ist ja ein bisschen mehr Feedback ausgesetzt als so im Privatleben. Beziehungsweise selten. Was ist das? Noch ein Wolf wieder, ne? Aber war das einer von denen, die ich nicht wollte? Nee, was ist? Hallo, bleib mal stehen, bitte. Bleib mal stehen. Nee, das ist eine Hyäne. Ja, sowas wollen wir nicht. Ich kann auch den Agi einfach holen, damit das Schwein packen. Das Schwein wird uns mal auf zu folgen, vielleicht gerade. Keine passive Heilung. Sehen wir irgendwie. Wann er Zuwendung in 2,38. Ja, pass auf. Dann nehmen wir den jetzt und packen den mal Richtung Base. Und ich hätte ihn ja auch tragen können, glaube ich, ne? Mit dem... Das muss ich kurz ausprobieren. Moment. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt das Schwein nicht hitte. Weil das Ding ist, ich habe ja noch... Das muss ich auch noch gleich... Okay, das ist was anderes. Das ist die... muss ich nochmal nachlesen. War auf jeden Fall ein Kommentar, dass man auch mit dem Mammut irgendwie mit dem Rüssel... Tiere tragen kann. Wir können die FPS auch ausmachen. Brauchen wir gar nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr darüber aufregen in jeder neuen Folge. Wo packen wir das mal hin? Einfach hier vorne neben den Dödi. Passt. Ich hole erstmal ein bisschen Holz. Ich wollte irgendwas bauen. Ein Steintor. Wir brauchen mehr Holz auch als das, ne? Sowieso. Ja, passt. Passt. Jedenfalls, wo war ich bei? Wir werden wahrscheinlich das Heilschwein jetzt nicht
Wie sagt man? Bei der Zuwendung geben. Ah, wir können auch die Dinger einfach nehmen. Guck mal. Ja, warte mal, was laber ich denn? Moment, warum lasse ich das Mammut? Ja, ich lasse es auch schon gerne vor der Base stehen, damit es da einfach Stress machen kann. Wir können einfach die Tore nehmen, die ich da vorne habe. Dann tauschen wir schon mal zwei aus. Wir brauchen eh nur zwei. Wir haben zweimal die Barrikaden und da ist der Anki gestorben, weil ich habe Friendly Fire an. Und das lasse ich auch an. Weil es kann sein, wenn das ist wie bei Survival Evolved, dann kannst du Baby-Dinos nehmen. Und öffnen, entsperren, entsperren, entsperren. Ich hätte es. Ich kann es nur abreißen. Das ist ja Quatsch. Aber das kann ich aufheben, ne? Ja gut, dann machen wir das halt so. Und werden einmal kurz Schiene. Das sind, glaube ich, schon die kleinsten Tore, die wir haben, ne? Und werden das einmal schienen. Ah, wir können da sogar mehrere Sachen. Ich habe schon wieder vergessen. Wir werden jetzt ein paar Aufnahmen. Mit Escape kommst du immer noch nicht raus aus dem Menü. Wir werden jetzt ein paar Aufnahmen lang das eben nicht drin. Ja gut. Das fehlen, im Wesentlichen fehlen zwei Holz. Dann machen wir das auch nochmal kurz. Also, man kann Baby. Die hätten wir sogar. Wir nehmen das komplett mit. Man kann Baby-Dinos nehmen. Die man quasi nicht imprintet. Also nicht in Beschlag nimmt. Und dann bekommen die, kannst du die halt killen. Und die geben ultra viel EP. Und das funktioniert aber nur, wenn. Wir können nichts mehr machen hier, ne? Ah, möchte mit mir spazieren gehen, dann machen wir das auch nochmal. Einfach so. Ne, es ist ja auch das rote Symbol darüber, ne? So, komm, wir gehen mal eine kleine Runde. Also alle Baby-Dinos, die du nicht imprintest und nicht brauchst quasi, kannst du dann killen und die geben viel EP. Das ist nochmal wichtig für die Zucht und für Boss-Vorbereitung. Und deswegen habe ich in der Regel auch im Singleplayer Friendly Fire an. Auch im PvE generell. So, mit dem Wolf kann ich nicht reiten, weil ich dann zu schwer bin, aber das Schwein wird wohl irgendwann mal den Imprint kriegen. Ich brauche Stein. Für die zwei Tore. Und das machen wir mal eben. Dann habe ich noch irgendwas angefangen zu erzählen, habe es aber nicht zu Ende gebracht. Komme ich gleich wieder drauf. Ich habe Durst. Da habe ich jetzt irgendwie gehört oder gelesen. Ja gut, ich brauche also nicht. Das ist auch so ein Ding, ne? Falls ihr es noch nicht wisst. Man muss das Ding, also hier reinlegen ging ja irgendwie eh nicht, beziehungsweise ich muss es dann automatisch oder also manuell auffüllen. Hier geht es automatisch. Aber wer jetzt aufgepasst hat, hat gesehen, dass die Wasserflasche wieder voll ist, obwohl ich getrunken habe. Und die war vorher halb leer. Das heißt, wenn man in diesem Radius von diesem Ding ist, wird alles automatisch bewässert und man muss die Sachen nicht reinlegen, sondern kann einfach sagen, ja, ich will jetzt auffüllen. Also indem man wieder raufklickt. Das ist ziemlich interessant. Also und praktisch vor allem, ne? So. Gut. Dann brauchen wir da. Nee. Oh Gott. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen schon das Orgel. Also wir brauchen das richtige Ding. Dann heben wir das hier vorne einmal auf. Und machen hier dicht. Die habe ich auch nur genommen, weil wir die ja quasi bekommen haben, ne? So, jetzt. Wie mache ich den. Wie höre ich auf? Wie höre ich auf, dass er snappt? Ist jetzt die Frage. Ich hätte gerne nicht, dass er mehr snappt. Deaktivieren, halten. Q halten. Ah ja, gut. Ich kann eigentlich in Strukturen reinbauen. Na, wir gucken mal. Drehen ihn mal so ein bisschen. Vielleicht sieht das aus. Ja Gott, das passt, das passt, das passt, das passt. Das Tor rein. Dann kommen wir hier nämlich auch raus. Das ist doch praktisch. Wir gucken mal kurz, wie das von oben aussieht. Es ist so schön, ne? Hier. Oh, hallo. Es ist so schön, hier durchzulaufen. Und es ist nicht irgendwie einmal ruckeln oder sonst irgendwas. Okay, hier oben guckt es nicht raus. Ist eigentlich auch egal, ob es rausguckt oder nicht. Ja, guck mal, passt. Sehr gut. Hinten machen wir das auch nochmal. Weil da ist ja der Anki gestorben. Warte mal. Wir haben drei davon. Wir haben drei, wir haben drei, wir haben drei. Ich wollte gerade sagen, es hat sich doch jetzt nicht wie eine neue Grafikkarte auch komplett das Setup hier geändert, wie die Sachen hier aufgestellt sind. Ja, guck mal, dann können wir sogar bis hier vorne runtergehen. Hier so.
Hier so. Ja, hier so. Ich glaube, das ist ein guter Spot. Ja, warte mal. Ah, nee, das Tor kann man wieder nicht aufnehmen, ne? Jetzt geht's. Habe ich es eben einfach nicht gesehen, dass man das machen kann? Oh! Oh nein, das ist ja so ätzend jetzt. Ja, jetzt müssen wir alle rein. Wo ist er? Das ist doch so ätzend jetzt gerade. Ja. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, erstmal die Wölfe wieder in die Base. Alles erstmal wieder in die Base. Alles erstmal wieder in die Base. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, ne? Ein Wolf hat tatsächlich den Alpha geklatscht. Da muss ich gleich nochmal ins Inventar reingucken. Ich habe es auch nicht gesehen, dass es ein Alpha ist. Ich bin der Meinung, es war ein Alpha. Ich hab's gar nicht gecheckt. Der Düdi auch mit dabei. Säbelzahn. Eieieiei. Ja, passt da erstmal. Ist gut, ist gut, ist gut. Sonst haben wir kein Team hier unten, ne? Von uns. Nein, nur noch der Düdi, der hier vorne ist. Ja, da müssen wir mal gucken. Das ist nicht so cool, wenn man da rankommt. Dann setzt sie das doch vielleicht hier oben ran. Das Tor, muss ich gleich mal sehen. Wir checken einmal kurz den Dire-Wurf ab. Der müsste den nämlich geslappt haben. Ja, hier ist auf jeden Fall Prime drin, aber nichts Krasses an Loot. Der war, glaube ich, gar nicht. Warum ist hier bei Prime drin? Hä? Moment, wir gucken das nach. Irgendwo können wir das doch Stammverwaltung. Achso, das ist auch umgedreht hier, ne? So. Nee. Achso, ja, das ist hier unser Enkel, der gestorben ist. Aber sonst bin ich doch der Meinung, dass man das sonst immer angucken konnte, wer hier was gemacht hat. Kann mich auch irren. Oder liegt da noch die Tasche? Hat man die Items gar nicht direkt drin? Aber ich bin doch der Meinung. Ich glaube, es war ein Direwolf, der den. Und irgendwie müsste doch dann auch jemand da EP haben, ordentlich. Oder habe ich die Sachen in meinem Inventar direkt? Ja, sieht so aus, ne? 179er Ambros. Ja. Dazu sagen wir ja. Hä, war auch crazy. Denn das ist aber dann. Ist das neu, dass es auch bei mir dann direkt im Inventar ist? Ich bin der Meinung, das war vorher nicht so. Wir kümmern uns nochmal eben um das Tor vorne. Damit bin ich noch nie so zufrieden. Vielleicht hauen wir dann. Ja, der ist einfach hier rüber gelatscht, ne? Es hindert ihn ja auch generell nichts daran, hier rüber zu latschen. Es sei denn, ich würde mir noch so ein paar Pillar nehmen und die hier. Ja, natürlich. So, vielleicht bleibt er einfach hier unten und nervt mich jetzt nicht. Was haltet ihr davon? Ich muss sagen, es ist ultra cool. Selbst für euch, auch wenn ich das jetzt nicht in 1044p hochlade, ist es so. Level 50, der macht aber auch ordentlich Damage, ne? Nur ein bisschen aufpassen. Es ist so, dass das Bild für euch trotzdem besser aussieht. Auch wenn es runterskaliert wird quasi. Und es macht einfach schon Spaß jetzt hier an dem Baseboard, den ich super cool finde, ne? Sich jetzt einfach mal auch so ein bisschen frei bewegen zu können. Ohne. Der ist Level 15, den machen wir weg. Ohne. Dass es hier irgendwie am Ruckeln ist oder irgendwie nervig. Da hat auch meinen kompletten Spielfluss genervt. Oder gestört.
Ja, den haben wir jetzt gerade gut im Griff. Irgendwie hauen beide gerade ab. Ich würde sie ja gerne beide einmal auseinandernehmen. Gut, was soll's. Wenn sie beide abhauen, dann ist es so. So. Ja, da muss ich mir noch was überlegen. Ich dachte, wenn ich da jetzt so zwei Tore vorhaue, dann ist das schon alles irgendwie in Ordnung. Die Barrikade an sich war gar nicht so schlecht gedacht. Vielleicht... Nee, ist auch blöd, ne? Die Barrikade an sich davor zu bauen, ist auch blöd. Weil das war ja letztes Mal das Ding. Ah, ich muss erstmal reparieren. Dass deswegen ja der Anki hingelaufen ist. So, hier ist eine relativ hohe Wand. Warte mal. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist der frei? Nee, ist er nicht. Schade. Oh nein! Oh, ich hasse es so sehr. Wo ist er? Ist er weggelaufen? Habe ich es irgendwie... Warum ist der mir hinterhergekommen? Ich möchte doch nur die Base weiterbauen, damit wir Fortschritt machen im... Ist das ein Dödi? Wir brauchen auch noch einen neuen Anki. Übrigens. Das wäre auch äußerst wichtig. 45 ist er verletzt. So, dann ist er da eben rübergeflogen, ne? Der ist auch einfach gut. Männlicher gut. Nehmen wir den mal kurz auseinander. Ich muss mir dann auch was überlegen. Das Ding, ich könnte die halt alle in der Base auf Passiv machen, ne? Aber hätte ich die halt auf Passiv gehabt, hätte ich niemals einen Alpha-Raptor da so schnell gekriegt. So, dann könnte ich auch diese Dinger davor bauen. Ich bin unentschlossen. Wenn ich jetzt mir die Pillar da von hinten hole, ich setze das einmal nochmal vernünftig, das habe ich jetzt hier aus Panik einfach schnell gesetzt. Weil auf einmal das Schwein kam. Pass auf. So. Wir nehmen das nochmal auf hier. Vielleicht hätte ich auch das Tor reparieren müssen. Vielleicht konnte ich es deswegen nicht aufnehmen. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein. So, ich brauche hier gar nicht reingehen. So. Hier sieht das ganz gut aus. Kleine Lücke ist in Ordnung. Kleine Lücke ist in Ordnung. Und dann werde ich jetzt hier gleich rechts noch einen Pillar setzen. Den kann ich mir wahrscheinlich auch selbst bauen. Ich suche danach. Wir brauchen 25 Steine, das ist kein Problem. Wir haben einen Dödi. Wir holen mal das Schwein da raus eben. Wollte nicht haben, ich wollte das Schwein haben. Muss ich auch gleich nochmal, ich muss hier nochmal die Dinger wegfarmen. Ist ja ultra nervig. Wie viel Gestrüpp hier ist. Dass das auch überhaupt nachspawnt, obwohl ich ja so da dran bin. Und auch Sachen nachgebaut habe. Dran gebaut habe. Ich weiß, kann man alles einstellen. Wundert mich trotzdem. Warum kriege ich das Schwein da nicht raus? Es folgt mir auch immer noch, ne? Ich krieg's da nicht raus. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Sattel drauf baller, dass ich das dann rauskriege, aber so. Jetzt haben wir's. Nee, das ist der Wolf. Dann geht der Wolf einmal kurz weg, bitte. Ich hätte gern mein Schwein. Ja, kann's knicken. Muss ich gucken, dass ich einen Sattel drauf haue, dann ist es jetzt erstmal so. Ich wollte einen Pillar bauen. Wo ist mein Dödi? Da. Steht jetzt alles anders natürlich. So. Einer reicht. Den setzen wir daneben. Ja, da vorne ist die Frage, ob ich da auch noch ein Tor einsetze, ne? Wahrscheinlich schon. So. Kann ich das bitte so einigermaßen da nehmen?
Einigermaßen daneben, einigermaßen daneben, einigermaßen daneben. Absolut einbruchsicher. So, und jetzt ist die Frage. Ja, wenn man es ganz dort drauf anlegen würde, würde man auch hier reinkommen, ne? Gut. Und kommt man da überhaupt rein? Nee. Na, wir blocken mal diesen ganzen Trakt einfach mal so ein bisschen ab. Ich glaube, man. Also theoretisch würde man ja auch darüber hier reinkommen. Ha. Hier halt ein Tor rein, ne? Das ist es, glaube ich. Das machen wir. Dann tracken wir nochmal das Tor. Dann ist das schon mal safe. Kann ich jetzt doch nicht beide schienen? Doch. So. Das ist also wieder eine Frage des Holzes. Wir gehen zum Mammut und machen es damit eben. Dann die weitere Sache, die ich angesprochen hatte. Genau, Dienstags, Kommentare. Oh. Na, wir nehmen das mal mit. Ja, es liegt ja gerade da. Da läuft doch schon wieder ein Wolf frei rum. Ist das ein Wolf? Level 10. Ja, nee, das ist. Wir sind jetzt hier nicht für jeden zuständig. Also, Dienstags Kommentare. Hat einfach den Hintergrund. Wenn hier im Privaten. Könnt ihr einigermaßen steuern, wie viel Feedback ihr bekommt, ne? Arbeit, Schule, was auch immer. Na, Schule relativ. Wenn ihr irgendwie einen Vortrag haltet, keine Ahnung. Achso, das ist die falsche Attacke, ne? So, das ist ja bei YouTube quasi, du bist ja quasi, ne? Also jederzeit kannst du mal einen Kommentar kriegen. Das ist bei mir auch noch nicht so übertrieben viel oder nicht mehr so viel. Es gab auch Zeiten, da war es mehr. Aber trotzdem. Habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach das an einem Tag in der Woche zu machen und dann antworte ich auch einfach auf alle Kommentare. Es sieht einfach sehr schön aus. Man muss es sagen. Deswegen, ne, wenn ihr jetzt im Video heute reinguckt, dann werdet ihr wahrscheinlich heute noch einen Kommentar da bekommen. Wenn ihr kommentiert habt. Auf einem der letzten Videos. Genau, das einfach nur dazu. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, falls auch andere Leute zugucken, die YouTube machen. Ich verstehe den Impuls, immer auf alles antworten zu wollen. Das Ding ist aber, man ist ja auch nicht immer in dem Modus für Feedback. Ne, das ist auch nochmal so ein Ding. Das wollte ich nehmen, ich wollte die 9 nehmen. Warum bin ich auf einmal so weit weg? genau, also man ist ja gar nicht immer bereit dafür. So, und dann nehme ich mir eben einen Tag, wo ich dann einfach alles beantworte und dann weiß ich auch, okay, jetzt ist gerade mal Feedback-Tag. Und dann kriegt ihr auch eure Kommentare. Falls ihr euch wundert, das war früher anders. Ich habe früher, wenn ich einen Kommentar bekommen habe, habe ich den in der Regel auch sofort beantwortet. Also, sobald ich ihn gesehen habe. Davon bin ich etwas ab. Damit haben wir dann aber auch, glaube ich, alles zu Ende gebracht, was ich angefangen hatte. Friendly Fire haben wir durch. Wir haben noch eine Information, habe ich noch bekommen zum Dödi. Der hört auf, automatisch zu farmen, wenn der halt voll ist. Das heißt, da werde ich jetzt in Zukunft auf Gewicht gehen. Damit wir das Problem auch so ein bisschen lösen. So, und dann einmal nebeneinander geparkt. Stein, 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 Stein. brauchte ich auch Stroh, ist die Frage. Weil Stroh habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen, ne? Ja, aber so, dass es funktioniert. Okay, sehr gut. Wir brauchen einmal das, wir brauchen einmal. Zu wenig das Holz hier rausgenommen? Was braucht ihr noch? Da fehlt jetzt doch das Stroh. Habe ich hier nicht drin. Ich gerne dahin einmal, danke. Dann geht mal Stein zurück. Wie viel brauchen wir dann? So, nehmen wir ein 100er Stack. Damit müsste ich noch laufen können. Und dann fliegen wir einmal zum Mammut zurück. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Aber das Mammut müsste noch Stroh haben. Ich habe ja einmal die falsche Attacke gemacht. Ich möchte einmal nur gucken. Ja. 60 FPS, ne? Und es regnet. Es ist anstrengend für den PC, aber es funktioniert.
Es ist so toll. Und das Ding ist, beim kurz nach dem Einbau war das alles noch richtig am Ruckeln und so, ne? Die Grafikkarte musste sich irgendwie auch mal kurz zurechtrütteln. Aber seitdem läuft alles super. Da bin ich richtig, richtig froh drüber. Und wenn ich jetzt hier auf die 5 gehe, dann bauen wir doch schon direkt ein Tor. Jawohl. Gut, damit ist dann die Base relativ. Was heißt relativ klein? Ist eigentlich schon ziemlich groß. Wir haben oben auch noch Plätze und so. Bauen das mal hier eben rein. Davor so ein Stück vielleicht. Ja. Das passt doch. Und dann das Tor. Das passt doch nicht. Warum ist es da jetzt versperrt? Weil da oben der Dings ist oder was? Das ist ja nervig. Das ist ja nervig. Wie kriege ich das denn am besten in den Griff? Guck mal kurz, wo eine Position. Jetzt geht's? Ach Quatsch. Warte mal, dann muss es doch da auch gehen. Das ist doch da oben auch nicht anders, oder? Ich glaube, wir werden hier gefoppt von Ark. So. Okay. Geht doch, siehste. Cool. Dann ist das hier abgesichert. Ich nehme das auch mal mit, einfach damit da nichts reinläuft und die Tiere im The Brace nicht wieder ausrasten. So, das läuft. Achso, genau, das habe ich auch noch gelesen. Ich kann Zündpulver herstellen. Damit brennt das alles ein bisschen länger. Wir müssen hier nicht so viel Holz reinballern. Da muss ich mir mal kurz angucken, was das Rezept da war. Ah, das Schwein ist draußen. Sehr gut. Was haben wir denn? Oh, jetzt muss ich hier suchen und ich suche mal nach gut. Wer ist denn das normalerweise? Jetzt muss ich hier alles durchgucken. Und gucken, wie das Schwein normalerweise heißt. Also nach gut findest du nichts. Das heißt, der Sattel ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders. Und ich habe leider vergessen, wie dieses Schwein heißt. Und gut ist jetzt nicht der beste Hinweis darauf. Bari, es müsste relativ weit unten sein, oder? Tyler, Rhino. Ich könnte einfach auch Sattel eingeben. Dann haben wir schon mal alle Sättel. Oder Sattel? Man weiß es nicht. Triceratops, Raptor, Equus, Stego, Manta, Mammodiplo, Terrorbird, Dödi, Sako, Enki, Enki brauchen wir noch. Kümmere ich mich gleich drum. Da. Soweit waren wir schon. Megalodon und Paracea, Tyla, Megatherium, Rhino, Tapejara. Da ist er. Was braucht man dafür? Leder. Dann ist das ein Sattel, der hier gemacht wird. Jawohl. Leder, Leder, Leder. Ich habe noch ein bisschen was. Die Tiere müssen auch noch ein bisschen was haben. Und Fasern ist eigentlich auch nicht das Problem, I guess. So, wer hat noch Leder hier? Alles klar. Dann können wir das zumindest da mal drumherum reiten. So, Phase machen wir mal eben kurz hier. Wir haben hier genug. Eigentlich haben wir doch hier genug Gestrüpp. Hallo? Lass mich durch. Das ist immer noch meine Base, Leute. Aber ich werde nur mitgehen. Das ist kein Problem. Ja, Phase machen wir hier mal schnell eben weg. Wollte das ja hier machen. Das müsste schon reichen eigentlich. Machen wir einmal alles mit. Dass es hier einmal alles weg ist. Was haben wir denn hier noch liegen? Oh, wichtig. Ach, irgendwie. Ja, die ist. Ah, wir haben noch voll viel. Okay. Warte mal, wie lange liegt das noch? Ja. Dann machen wir mal kurz mit dem Agi. Auch das habe ich natürlich gelesen, dass. Ich möchte gerne abspringen. Ja, dass hier zu viele Taschen liegen gelassen werden, ich verstehe das Problem gar nicht. Hier wären doch nur irgendwie knapp 400 Metall gewesen.
Und der Sattel. So, Feuerstein ist auch gut. Feuerstein brauchen wir nämlich auch, glaube ich, für dieses Rezept. Feuerstein und Stein ist es, glaube ich, für ein Pulver. Nee. Das ist das falsche Inventar. Ja, den Rest lassen wir liegen. Das ist dann so. Und ich wollte eigentlich nur Fasern sammeln, ne? So, für den Sattel, weil dann können wir ihn hier mal wegfahren und können ihn auch einsetzen. Fasern. DA. Da, das geht los. Ich bin völlig überladen. Ist aber auch nichts Neues. Haben wir letztes Mal auch schon gehabt, die Thematik. So, Zündpulver. Das ist in der Tat Feuerstein und Stein. Das müsste erstmal gut sein. Alles herstellen. Das geht auch wieder. Ne, es wurde gefixt. Ich bin begeistert. Hallo. Das ist dann manchmal der Vorteil, wenn man so alle zwei Wochen einmal spielt. So, rüber hier. Also. Den haben wir. Und den kriegst jetzt du. Sehr gut. Ah ja. Ich weiß nicht, wie ich das hier abbreche. Vielleicht so. Hier ist noch viel, es hat kein Fleisch mehr drin, aber es haben eigentlich ein paar Wölfe auch gut Fleisch gefarmt. Einmal kurz ein bisschen Base-Management, ne? Dass wir hier nicht wieder, dass hier nichts irgendwas wegstört. Aber haben wir schon mal wieder was Wichtiges geschafft. Den Sattel können wir wegpacken. Und dann können wir uns eigentlich. Ich pack mal den Sattel hier rein. Die Dinger habe ich noch dabei. Sattel da rein. Da sind jetzt viele Sachen, die wir so nicht brauchen. Ich weiß nicht, was ich mit der Essenz machen soll. Man kann irgendwie wiederbeleben. Das habe ich jetzt schon gehört. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das Triceratops da eben einmal rauskriegen. Habe ich noch Betäubungspfeile? 23. Sehr gut. So. Das Strike musste einmal raus, weil dann könnten wir uns hier nämlich... Es sieht jetzt schon toll aus, ne? Muss ich sagen? So mit Nebel und so ist schon schick. So, ich hätte das gerne einmal da raus. Ich weiß auch immer noch nicht. Wir haben es einfach nur gemacht, weil es ging, ne? So, reicht das vielleicht schon aus, damit du rauskommst? Oder bist du hinten auch komplett stuck? Ah, super. Wir haben es gemacht, weil wir es können. Das ist der einzige Grund. Das Ding ist, ich weiß, dass wir... So, muss ich jetzt hier wieder irgendwas machen? Ja, ne? E. Nee. Q. Nein. R. Ich weiß, dass wir ein paar Ankis gesehen haben. Ich weiß nicht mehr wo. Es ist jetzt bei mir über zwei Wochen her. Deswegen werden wir so ein bisschen auf Suche gehen müssen. Das passt aber. Ich kann schon mal das Zündpulver hier rausnehmen. 98. Sehr gut. Und dann... Da haben wir noch 19 Minuten, 6 Minuten, 6 Minuten. Wir können das ja einfach aufsplitten, ne? Das geht ja jetzt auch wieder. Wir haben ja... Ich halbiere das mal kurz. Halbieren. Halbieren. So, Menge abteilen. 4. Menge abteilen. 5. Zack, zack, zack. Das geht zusammen. Menge abteilen. Da müssen wir mal gucken, das soll deutlich länger brennen, habe ich jetzt gelesen. Ich habe mir halt den Aufwand aber nicht gemacht, aber es ergibt wohl Sinn. Gerade weil wir ja noch ein bisschen was brauchen. So, das darauf und dann haben wir nämlich einigermaßen gleich große Stacks. Was hatten wir vorher? Also bringt einer ein... So. Ja, okay. Also ein Zündpulver brennt eine Minute. Haben wir das auch erklärt? Aber haben wir schon mal ein paar Minuten uns rausgeholt. Und ergaunert. Hier brennt nichts mehr. Jetzt schon. Dann können wir da jetzt noch Metall reinpacken. Theoretisch.
Theoretisch können wir damit Teil reinpacken. So, einmal hier rauf. Einmal 300 raus aus... Nein, weitermachen. Und einfach da mal reinknallen. Und den Rest nehmen wir da auch nochmal mit rein. Mal gucken, dass der Agi nicht irgendwann völlig überladen ist. Wie sieht es denn da aus vom Gewicht? Ja, nicht so dramatisch. Wenn man ehrlich ist. Ja. Anki, würde ich sagen, ne?